Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wieder geht ein Jahr seinem Ende entgegen und ich möchte die Gelegenheit nutzen, einige Worte an Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu richten. Ob 2017 ein gutes oder weniger gutes Jahr war, mag von jedem unterschiedlich bewertet werden. Alles in allem jedoch haben die meisten von uns Grund, stolz auf das Erreichte zu sein und hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. Ein wichtiges Ereignis für die Stadt Adenau ist, dass die Abrissarbeiten am ehemaligen Schwimmbad begonnen haben und dies gleichzeitig der Start für den Bau eines modernen Kindergartens in Adenau ist. Sicher wird es hier noch besondere Anstrengungen bedürfen, ehe die Kita bezogen werden kann. Das gilt vor allem in finanzieller Hinsicht. Aber gerade in Zeiten des Bevölkerungsrückgangs ist es dringend erforderlich, für junge Familien mit Kindern attraktive Angebote vorzuhalten. Dies bedeutet angemessene Spielplätze ebenso wie eine bedarfsgerechte Kita oder vielseitige schulische Möglichkeiten vor Ort. Deshalb möchte ich hier stellvertretend für die vielen Menschen, die sich in diesem Bereich einbringen, der Adenauer Spielplatzinitiative danken. Der ehrenamtliche Einsatz engagierter Eltern leistet einen erheblichen Beitrag zur Erneuerung unserer Spielplätze. Der Höhepunkt ehrenamtlicher Leistungen war in diesem Jahr unbeschritten die Aufstellung des legendären Silberpfeils an der Stenze Eck. Über Monate hatte die Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Adenau und das Wagenbauteam um Arno Förster gearbeitet und einmal mehr eindrucksvoll bewiesen, dass Karneval in Adenau nicht nur Spaß an der Freude ist. Die Adenauer KG bereichert das Kulturleben schlechthin und hat uns ein neues und viel bewundertes Schmuckstück beschert. Auch dafür sage ich ein herzliches Dankeschön. Für 2018 haben wir uns viel vorgenommen. Wenn die Vorarbeiten planmäßig vorangehen, haben wir Ende des Jahres ein konkretes Modernisierungsprogramm Stadtumbau für Adenau vorliegen. Dies wird in den nächsten 10 Jahren Investitionen von über 5 Millionen Euro in unserer Stadt ermöglichen. Dies ist Geld aus dem staatlichen Förderprogramm Stadtumbau, das wir klug einsetzen müssen. Es gilt dabei, einerseits gute Traditionen zu bewahren, aber andererseits müssen auch die Weichen gestellt werden für die Modernisierung des Einzelhandels, des Wohnungsangebots und des öffentlichen Verkehrsraumes. Das Förderprogramm Stadtumbau könnte auch die Chance sein, die Johanniterkomturei, die nach 40-jähriger intensiver Nutzung nicht mehr modernen Anforderungen an einem Bürgertreffpunkt entspricht, zu erneuern. Dies geht nicht ohne Ihre engagierte Mitwirkung, meine Damen und Herren. Ihre Ideen und Ihre Unterstützung für alle Punkte des Projektes sind von entscheidender Bedeutung. Es wird in den nächsten Monaten weitere Aufrufe an die Bürgerschaft geben, mitzumachen und sich einzubringen. Ich bitte Sie, diese Angebote wahrzunehmen. Mit Ihrer aller Hilfe werden wir durch umsichtigen Einsatz der Fördermittel ein wichtiges Stück Vorsorge in die Zukunft Adenaus schaffen können. Das Bistum Trier stellt sich zurzeit neu auf. Die Beschlüsse der Diözesansynode werden umgesetzt. Künftig soll es nur noch 35 sogenannte Pfarreien der Zukunft geben. Was Kirche vor Ort noch leisten kann, was nicht mehr möglich sein wird, viele Fragen sind noch offen. Wir wissen es zurzeit noch nicht. Was wir aber ganz genau wissen, ist, dass wir seitens der Kirchengemeinde alles dafür tun wollen, dass die Komturei weiterhin die gute Stube der Stadt Adenau bleiben kann. Ebenso sind wir davon überzeugt, dass dies am besten in der Regie der Stadt Adenau geschehen kann, die Weiterentwicklung dieses für die Stadt so wichtigen Gebäudes.
Deshalb stehen wir, die Vertreter der katholischen Kirchengemeinde Adenau, in Verhandlungen mit den Vertretern der Stadt, um die Komturei in das Eigentum der Stadt überführen zu können, damit sie weiterentwickelt werden kann zu einem zukunftsträchtigen öffentlichen Versammlungsort im Herzen der Stadt. Abschließend möchte ich bei Ihnen allen bedanken, die sich im vergangenen Jahr für das Gemeinwesen und für andere Menschen eingesetzt haben. Neben den vielen, die das sichtbar in der Öffentlichkeit tun, gibt es auch sehr viele unter Ihnen, die im Stillen wirken. In der Familie, im Freundeskreis oder in der Nachbarschaft. Ihnen allen gilt mein und unser aller Dank. Sie leisten damit einen wichtigen Dienst, der für eine soziale Gesellschaft, in der die Menschen einander zugewandt leben, unerlässlich ist. Dies ist der Kern der Weihnachtsbotschaft. Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes und frohes Fest und für das neue Jahr 2018 Gesundheit und den Mut, die Herausforderungen in großen und in kleinen Dingen kraftvoll anzugehen. Im Namen der Vereingemeinschaft Adenauer Land wünsche ich Ihnen allen, Christen und Nichtchristen, Freude und Friede zum Weihnachtsfest. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in der Macht der Liebe, die sich im verletzlichen Kind in der Krippe offenbart, ein Licht der Hoffnung finden, für sich, für die Menschen, die Ihnen am Herzen liegen, für Ihren Lebensweg auch im neuen Jahr 2018. Sei der Segen Gottes mit Ihnen allen.
wish it was Christmas every day.